Hallöchen und herzlich willkommen zu Advance Wars OnePlus 2 Reboot Camp. Herzlich willkommen zu einem kleinen spontanen Livestream hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr eingeschaltet habt und hallo an den Chat. Schön, ich freue mich so ein bisschen. Ne? Das war ein sehr cooles Spiel damals auf dem Advance. Und jetzt endlich für die Switch als Remake. Ich habe wirklich da auch, als die Ankündigung kam, dachte ich schon, geil, da bin ich dabei. Das muss ich zocken, das will ich haben. Ja, und na, schauen wir mal, wie gut ich noch taktieren kann. Das werden wir wohl dann herausfinden müssen, wenn es soweit ist. Aber ich würde sagen, wir starten in die Kampagne. Die Tutorial-Mission habe ich schon gemacht. Ich dachte mir, komm, wir wollen gleich ins Gefecht starten. So habe ich auch gleich dann schon mal Sound und so abgestimmt. Dann lasst uns in die Kampagne rein. Auf ins Gefecht. Advance Wars 2 und 1 ist verfügbar zum Zocken. Ich glaube, wenn ich hier raufdrücken würde, dann würde das erscheinen. Dann könnte man da sagen, so, ja, aber möchtest du nicht erst das erste spielen? Natürlich möchte ich das erste spielen. Wo ich mich richtig drauf freuen würde, wenn es da noch mehr von diesen wunderschönen Remakes geben würde, ne? Ich weiß gar nicht, wie viele Advance-Spiele es eigentlich gab. Ich habe nur den ersten damals gespielt, den zweiten bei einem Kollegen. War auch nur so partiell, wo er nicht weitergekommen ist, habe ich dann übernommen und dann haben wir mal so hin und her geswitcht. Ja, dann lasst uns in die Kampagne starten. Mission 1, Panzerpatrouille. Gegen Olaf. Olaf besetzt die Korallenfestung, kann Andy die Panzermacht trotzen. Der Panzermacht werden wir trotzen, auf jeden Fall. Mission 1, Panzerpatrouille. Hä? Hä? Ein Kampfpanzer? Olaf meint es ernst. Wir brauchen eine kluge Strategie, sonst sehen wir alt aus. Aha. Okay, kapiert. Also, eine Strategie und eine kluge... Mel, meinst du genau mit Strategie? Soll ich dir das wirklich erläutern? Nee, brauchst du nicht. Nein, Mel, war noch Spaß, ich weiß Bescheid. Einfach auf die Bewegungsreichweite achten und nicht im Angriffsbereich des Feindes laufen. Denn wir wollen zuerst einen Treffer einsetzen, weil immer die Einheit, die jetzt erstes angreift, hat natürlich die besseren Trefferchancen. Ja, Kampf führt nicht immer zum Sieg. Nein, das brauchst du mir auch nicht erläutern. Wir müssen die Korallenfestung wieder zurückerobern. Das heißt, gar nicht so stark auf Kampf gehen. Auch schon mal die Artillerie richtig positionieren. Positionieren wir auch mal hier. Den laden wir ein. Wenn die Einheiten eigentlich erstmal hier runter marschieren. Ja, nach vorne. Dein Zug, Olaf. Das nicht Orange Star sind. Die zum Gegenschlag auf meine neuen Korallenfestung rufen, natürlich. Ist dir etwa meine neue schlachtentscheidende Waffe nicht aufgefallen? Bald wird euer Herz zittern vor der mächtigen Armee des Land Jesa. Mhm. Dieser Sieg ist Blue Moon in Handumdrehen sicher. Na, das werden wir sehen, wenn es soweit ist, Kumpel. Greift natürlich erst noch einen Panzer an. Das kann er gerne tun. Kein Problem. Mein Panzer wird ja sowieso geheilt, weil er auf einer Stadt steht. So, dann greifen wir doch mit der Artillerie die Artillerie an. Feuer! Dann greifen wir zurück.
Da guckt er doof. Oh, shit. Setzen wir gleich nach. Das war's mit deinen Panzern. Du kommst eigentlich auch mal vor. Euch darf ich ja nicht vergessen. Wir erobern das jetzt einfach mal. Ja, und dann let's go, Olaf. Dein Zug, bitte. Ah, nur einer. Das ist nicht so schlimm. Wundervoll, meine Gabe ist einsatzbereit. Helge und Andy, damit dir was beizubringen, was du auf keinen Fall vergessen darfst. Schau mal dort oben in der Ecke des Bildschirms, dort siehst du meine Gabenanzeige. Die Anzeige füllt sich je nach Verlauf der Schlacht. Ist sie vollständig gefüllt, leuchtet sie auf, das bedeutet, dass deine Gabe bereit ist zum Einsatz. Ist die Gabe einsatzbereit, dann wähle im Kartenmenü Gabe aus, um sie einzusetzen. Ja, und das ist beim Gegner natürlich das Gleiche. Nee. Genau, das ist wie das Herz der Karten. Es kommt von Herzen. Oh, Dann wollen wir doch die Gabel im Einsetzen. Will gelernt sein. Glücksstern. Nun haben alle Einheiten auf einmal unheimlich viel Glück im Kampf. Genau, das sollten wir wahrscheinlich in den höheren Missionen nachher auch wirklich beachten. So, greife ich dich an, ja, ne? Ja, komm. Ja. Er hat gesessen. Mit der Artillerie zerstören wir deren Artillerie. Sehr gut. Artillerie zerstört. Setzen wir gleich noch einen drauf, oder? Machen wir den Panzer gleich auch noch weg. Dann können wir jetzt nachrücken. Nachrücken lassen. Immer mal gucken. Auf jeden Fall muss der Panzer. Wir dürfen nicht in seine Reichweite kommen, weil das ist halt der Kampfpanzer. Wir haben nur Jagdpanzer. Der hat ein bisschen was auf dem Kasten. Deswegen müssen wir mal gucken, dass wir da dementsprechend nicht zu nahe kommen. Ganz weiter erobern. Einzug, Olaf. Let's go. Ja, erober mal. Mach mal. Wird dir, glaube ich, nicht so viel bringen mehr. Wenn die auch mal langsam vorkommen. Ausschalten. Können unseren Panzern natürlich gefährlich werden, gegen Mech-Einheiten.
Setzen wir gleich nach. Sehr gut. Wieder auffüllen. Wenn wir schon hier sind, dann Zug beenden. Ja, Opa, mach weiter. Das ist, mach mal. Alles noch in Ordnung. Ah, schade. Ich habe gehofft, dass ich ein bisschen mehr Glück habe. Artillerie kriege ich keinen. Dann nehmen wir doch den Panzer und machen die bitte fertig, die Max. Sehr gut. Auffüllen. Zu beenden. Machen wir die weg. Schön Hinterhalt. Tschüss. Den Panzer greifen wir die an. Sehr gut. Jetzt sollte sich das vielleicht überlegen, uns anzugreifen. Oh, seine Fähigkeit ist voll. Jetzt geht's los hier. Mutig, mutig. Nicht holen. Wie cool, dass das jetzt winterlich ist, ne? Aber das wird ihnen, glaube ich, nichts bringen. Ja, Kumpel, du hättest mal angreifen sollen. Warte mal, kann ich dich mit der Artillerie ausschalten? Jetzt hast du nämlich nur noch deinen Panzer. Dann machen wir mal erobern. Können wir uns vielleicht mal langsam wieder heilen. Da der Fluss jetzt eigentlich gefroren ist, könnte man da rüberlaufen, theoretisch, ne? So. Können wir uns ganz auf die Festung konzentrieren. Fluch, der Feind darf uns nicht überrennen. Das hat er schon. Dann haben wir hier erobern. So. Meine Festung. Tütigi.
Radius. Ich kann also bis hierhin. Ich glaube, das würde auch schneller gehen, ne? Aber... kann ich noch parken. Ihr werdet jetzt ja wahrscheinlich wohl nicht hier runterkommen, oder? Kann man hier mal erobern? Er kommt doch. Alter Schwede. Da haben wir auch gar keine Chance gegen den Panzer. Greifen wir ihn mal an. Bon Appetit, mein Freund. Null, das geht nicht. Einladen. Nee, nicht feuern, warten. Erstmal so gut wie möglich blockieren. Das eigentlich was? 13 Schaden, ne? Soll ich es wagen? Wie viel Leben hat 10? Komm, wagen wir es mal. Ja, jetzt hat er wenigstens nur noch 2. Das ist in Ordnung. Oh, Zug beenden. Muss ich gleich zusehen, dass ich einen gesunden Soldaten raufkriege. Artillerie. Vielleicht hat sich das mit seiner Superwaffe denn ja erledigt. Oh nein, Olaf. Dein Superpanzer ist hinüber. Wow! Na, du hast es Olaf ordentlich, aber ordentlich gezeigt, Nell. Freu dich nicht zu früh. Olafs Kampfphase sind uns lange Sicht heillos überlegen. Lass mich lieber bei der Zentrale nach 9 Einheiten anfordern. Was? Tja, selbst ein Kampfpanzer nicht. Gewonnen. Sehr schön. Rang S. Na wunderbar. Das war cool. Kampfpanzer erledigt. Ja gut, das Locken war natürlich sein Fehler, ne? Gib mal ein bisschen Cash auf die Tash. Mist aber auch. Sie freut sich. Klasse, damit wäre dein erster Einsatz abgeschlossen. Ich wusste gleich, das wird für dich ein Kinderspiel. Naja, würde ich jetzt nicht so sagen. Oh, Geschenke, hämmer her damit. Jawohl, unser eigenes Dog-Tag. ID-Card. Da werden die ganzen Leistungen markiert und so. Registriert am 23.04.23. Online-Modus gegen Freunde, also da möchte ich definitiv vielleicht noch mit den einen oder anderen zocken. Dann am besten auf seiner eigenen erstellten Karte.
Andy, soeben ist die Meldung eingegangen, dass Olaf seine Streitkräfte zur Alara-Bucht bewegt hat. So leicht gibt er wohl nicht auf. Das ist noch nicht alles. Leider kann Orange da derzeit nicht ausreichend schwere Panzerfahrzeuge herstellen. Mist. Blue Moon hingegen hat dem Anschein nach Unmengen von Panzern zur Verfügung. Na super. Wir haben das ohne eigene Panzer überhaupt eine Chance gegen Olaf? Nee, eigentlich nicht. Genau. Mission 2. Helikopter kommt. Na gut, mit dem S habe ich jetzt überhaupt nicht gerechnet. Mission 2. Helikopter kommen. Oh, cool. Olaf denkt voraus. Das muss man ihn lassen. Ich wusste doch, dass er uns mit Helikoptern und Kampfpanzern empfangen wird. Schon wieder Kampfpanzer. Wenn wir ihn frontal angreifen, wäre das unser Ende. Wenn ich mir so Olafs Truppen betrachte, würde ich sagen, der Fall ist klar. Wir haben nur eine Option. Voller Angriff mit allem, was wir haben. Hat sie doch gerade gesagt, das ist eine dumme Idee. Eine Strategie. Wir müssen sein Akku erobern. Okay. Soll ich dir das wirklich erläutern? Ja, das machen wir. Das feindliche Hauptquartier befindet sich genau unterhalb unserer Position. Wir könnten den Langmarsch riskieren, aber das wäre sehr gefährlich. Genau in solchen Lebenslagen kommt ein Transporthelikopter, wie gerufen. Transporthelis befördert Infanterie und Mech-Einheiten ganz so wie ein TTP. Doch genau wie TTPs sind ihre unbewaffnet und können nicht angreifen. Wähle bitte eine Infanterieeinheit aus, dann erkläre ich dir, wie du den Transporthelikopter einsetzt. Alles klar. Sehr schön. Ja, das ist ja selbsterklärend. Einladen, zack. Aber warte mal. Ja, ich weiß. Na gut, ich muss es machen. Ausladen. Zack. Okay, alles klar. Dann wollen wir uns mal anschauen, wie dieser Kampfhelikopter dort ist. Wir den aus. Jagdpanzer angreifen. Okay. Aha. Super stark, findest du nicht? Von Kampfhelikoptern müssen sich sogar Jagdpanzer in Acht nehmen. Hier noch ein paar Kleinigkeiten zu den neuen Flugeinheiten, die dich sehr interessieren werden. Flugeinheiten erhalten auf Städten und dem Hauptquartier keine Munition, Treibstoff oder HP. Das klappt nur an Flughäfen. Da ist jedoch keiner vertreten. Doch keine Angst, ein TTP kann mit Sprit und Munition versorgen, ganz ähnlich wie Landfahrzeuge. Okay, haben wir sogar einen davon. Nee, erstmal nicht. Missiles. Oh ja, das könnte ich sogar von. Warte mal, ich stell dich hier hin. Nee, ich muss ja angreifen. So. Anvisier im Feuer! Verheerend. Das war's damit. Wollen wir mal blockieren? Was bist du eigentlich? Ach, ein Flakgeschütz.
Warte, ich würde doch tatsächlich... Warte mal, Artillerie? Das geht nicht. Brauche ich gar nicht versuchen. Wir können ja mal gucken, Kampf... Ne? Ja. Das Icon zeigt die Stärke der Raketen gegen Fahrzeuge. Stärke gegen Schiffe. Das ist halt die Frage, ist Grün halt gut? Ich gehe mal davon aus, ne? Auch ein Kampfhelikopter. Seine Einheiten sehen ja anders aus. Er hat hier auch Artillerie. Einfach zu viele Kampfpanzer. Ich mache mit Artillerie 120 Schaden. Und dann 5 Schaden. Mach jetzt den Helikopter kaputt, aber dann ist die Artillerie... Ja, pass auf, wir machen das. Ich möchte kein Risiko eingehen, das ist das Problem. Können wir die Artillerie mal hier parken? Dann warte sogar... Guck mal, was ist hier? Das Radius. Packen wir die hier. Gehen wir mit ihm hier nach vorne. Mal rein hier. Jetzt erstmal hier hin. Ne, ausladen nicht. Warten. Hier hin. Hier hin. Und dann. Kommt jetzt der Jagdpanzer weg. Na, schade, nicht ganz. Na, machen wir erstmal zu beenden und gucken, was passiert. Ich hätte natürlich theoretisch... Was sehen meine trüben Augen? Er hat noch nicht mal einen Kampfpanzer, den sie gegen mich einsetzen kann. Alle Mann zum Angriff! Oh oh. Habe ich mir schon gedacht. Solange er seine Festung da nicht verteidigen tut, ist das ja eigentlich relativ easy. Natürlich greift er den TTP an. Schlag war heftig. Hier machen wir jetzt erstmal erobern. Zack, zack. Ne, das funktioniert nicht. Jagdpanzer weg. Helikopter aus dem Weg. TTP vielleicht noch in Sicherheit zurückfahren. Panzer angreifen. Er hat zum Angriff geblasen. Schieß ich doch knallhart zurück. Hängt er sich. So, pass auf, Artillerie. Ich würde dich doch eigentlich gerne wieder hier sehen, ne? Guck mal, wenn ich den Kampfpanzer wegmache, dann kann die Artillerie hier die andere Einheit wieder zurückfahren in die Stadt.
Kiste, wunderbar. Zack. Warten. So, dann können wir theoretisch das erstmal so stehen lassen. Ach, das Winterlicht ist so schön. Ja, greif mal an. Dass er seine Festung gar nicht verteidigen will, ne? Ja, stimmt, man kann das ja auch beschleunigen. So, und jetzt ist das Ding durch. Wir erobern und dann ist das erledigt. Sieg für Team Orange. Tja, Olaf, nicht und aufgepasst. Abschluss mit Sternchen dran. Vielen Dank. Er hat sein Hauptquartier wirklich überhaupt nicht richtig geschützt. Aber das kann doch nicht seine erste Schlacht gewesen sein, oder? Olaf scheint hier leider kein kleiner strategischer Fehler unterlaufen zu sein. Und wenn er die Planung nicht stimmt, dann hilft auch der schwere Panzer nichts. Mein Frostbeul, mein Hauptquartier. Wir haben es mir einfach weggenommen. Hey, das ist wieder einer deiner Tricks. Hätte Blick so shit. Du wusstest gleich, dass ich mich mit euren Frontalangriffen geplättet hätte, wenn wie Pulverschnee. Daher dieser miese Trick. Das zahle ich dir ein. Eben hat er noch davon gesprochen, das wird seine Rache sein, aber... Wusste ich's doch, dass du sofort verstehst. Auf ins nächste Gefecht. Und Rang S. Cool. Ich glaube, das wird nachher noch viel, viel schwerer. Du bist schon wieder auf den Sack gekriegt. Aha. Grüß dich. Hachi mein Name. Willkommen im einzig echten Hachis Shop. Hachis Shop, ja. Was darf sein? Ja, ich schau mal rein. Kein Problem. Wo ist denn Hachis Shop? Da kann ich dir jetzt einfach so anwählen. Hier, Blue Moon, ey, wie groß. Green Earth. Das gehört niemandem. Ich würde aber gerne mal in Hachi-Shop gehen. Gucken, was der so anzubieten hat. Ich glaube ja auch, es ist wahrscheinlich nur so extra. Da, Hachi-Shop, let's go. Lass mal gucken. Was? Kundschaft? Ach, du bist's. Komm rein. Ja, na klar. Reinspaziert. Kostet fast nichts. Kostet fast gar nichts. Das glaube ich dir. Neulich. Okay, das sind Karten für den Kriegsraum. Kommandanten. Geh in die Leere im Regal. Okay. Oh, Musik. In der Galerie anhören. Also. Komm bald mal wieder. Mache ich. Ah, ist nur Bonuskram. Ich weiß nicht, ob man die Münzen auch für was anderes nachgebraucht hat. So, Kriegsnebel, let's go. Mission Nummer 3.
immer noch gegen Olaf. Will's wissen. Er will es wissen. Okay. Puh, wirklich betrüblich. Überall dieser dicke Nebel. So können sich Olafs Truppen nach Herzenslust verstecken und uns auflauern. Schlechte Aussicht. Und im Krieg heißt schlechte Sicht wohl schlechte Aussicht. Okay. Soll ich dir das wirklich erläutern? Ja, das machen wir. Im Kriegsnebel sieht jede Einheit nur eine bestimmte Anzahl an Feldern weit. Okay, also wahrscheinlich unser Angriffsradius. Man sieht ja die Einheit, die da unten steht, die hat ja schon einmal rundum Sicht. Hallo, Mr. Slidey. Ah, guck mal. Der Sichtbereich von Infanterie und Mech-Einheiten vergrößert sich auf die Blitzfeldern. Ja, wegen Höhe und so, ne? Was noch ganz wichtig ist. Achso, hast du bemerkt, dass diese Stelle immer noch verdeckt ist? In Wäldern können die Einheiten stets nur dann blicken, wenn sie direkt daneben stehen. Ah, okay. Bei Riffe im Wasser gilt dasselbe Prinzip. Was sich dort versteckt, wird erst aufgedeckt, wenn du im Nachbarfeld befindest. Okay. Also müssen wir gut vorgehen. Ja, das mach mal. Das ist ein Spähfahrzeug, okay. Und 5 Feldern. Beeindruckend, stimmt's? Ja, ja. Im Gegenzug ist die Feuerkraft nicht bescheiden, eher bescheiden. Infanterie stellt für ein Spähfahrzeug kein Problem dar. Andere Einheiten sollten es aus dem Weg gehen, okay? Na gut, dann fahren wir da mal hin. Warten. Ah, okay. Sauber aufgedeckt. Wusste ich's doch. Ein Raketenwerfer, der nur auf uns gewartet hat. Diese Einheit. Let's go, Raketenwerfer. Feuer auf den Kampfpanzer. Oh, sehr schön. Raketenwerfer sind eigentlich nichts anderes als starke Artillerieeinheiten, jedoch mit derselben Angriffsreichweite wie Missiles. 3 bis 5 Feldern. Ausgesprochen weit also. Vergiss doch nie indirekte Einheiten. Wenn nicht auf Ziele in ihrer unmittelbaren Nähe feuern. Außerdem sind sie direkten Angriffen verheerend für sie, also schütze sie stets gut. Mhm. Dann zeigen wir mal Olaf, was in uns steckt. Hier haben wir auch mal einen Kampfpanzer. Einer mit einer richtig dicken Wumme. Der Kampfpanzer dann genug Schaden? Oh, da könnte ich einen Raketenwerfer mit ausschalten. Pass mal auf, dich lade ich mal hier ein. Zack, einladen und dann fahren wir mal hier hin, ne? So, warten. Erobern. So, dich lasse ich hier stehen und du kannst eigentlich ja mal hier hingehen. Wer weiß, ob hier unten nicht auch irgendeiner steht. Artillerie. Ja, vielleicht langt das ja. Pass auf, machen wir mal so. Kampfpanzer gegen Kampfpanzer. Die schwere Geschütze hier. Bam. Der weg.
Dann greifen wir noch sein Rocket-Fahrzeug an und dann ist das hoffentlich auch weg. Und dann nehmen wir ein bisschen ein und dann können die wieder auftanken. Mhm. Sehr schön. Die können uns ja nicht angreifen, ne? Du musst ja... wie gesagt, erstmal ein bisschen Distanz zu uns haben. Ja, das war's. Wer weiß, was jetzt aus dem Nebel kommt. Vielleicht U-Boote oder so? Na, guck mal, siehst du, das sind noch genug Panzer, die auf uns warten. Das ist jetzt natürlich schlecht, oder? Boah, fast gar nichts ausgerichtet. Brauchst gar nicht so grinsen, Typ. So. Kann die Artillerie... Frag ich mal hier. Ausladen. Zack. Erobern. Kommt ihr damit zurecht? Nee, warte mal, wir machen den hier. Feuer! Sehr gut. Und ich theoretisch... Deine Panzer wegkloppen. Sehr gut. Hierhin. Hierhin. Artillerie. Hierhin. Den Raketenwagen erstmal hierhin. Kannst du mal hier nach unten gehen? Hier ist sauber. Gut. Dann war's das. Olaf, dein Zug. Let's go. Oh, er hat seinen Winterfrost. Mutig, mutig. Mutig, mutig. Ja, dann komm an mit deinem Winter. Das wird dir nicht helfen. Wenn er jetzt mit deinem Panzer da angreift, ist er sowieso weg. Oder er zieht ihn zurück. Mein Spähfahrzeug. Ganz schnell wieder zurück mit dir. Oder auch nicht. Wenn er den jetzt angreift, gut, dann hat er halt mein Spähfahrzeug erledigt. Nee, hat er noch nicht. So ein Fitzel. Ne? Alle Reifen platt. Okay, zurück mit meinem Spähfahrzeug. Straße blockieren. Was? Tschüss. Oh shit. So, vorwärts, vorwärts. Vernichtet, richtig. Erstmal hier hin. Wer weiß, was da vor mir liegt. Die ist erobert. Die können wir eigentlich auch mal erobern. Zack. Wir mit den Panzern vor. Hier machen wir auch erobern zum natürlich für Dings, ne? Für auffüllen und so. Guck mal, da komme ich gar nicht durch mit den Fahrzeugen. Okay. Pass auf, einladen. Dann erstmal weg hier. Ich muss mit den Fahrzeugen... Ah, ich habe die Berge nicht gesehen. Das ist natürlich doof hier. Ich muss der Straße folgen, sonst komme ich mit den Fahrzeugen nicht hinterher.
Habe ich nicht aufgepasst. Ja, der darf uns nicht überrennen, Olaf. Das sind immer die gleichen Sprüche. Da war noch ein Panzer im Schatten. Das ist natürlich nicht so gut. Aber kein Problem. Die Artillerie und die Raketen sollten das eigentlich in den Griff bekommen. Ja. Schmeck dies, mein Freund. Anlegen, Feuer frei. Oh oh. Olaf, oh oh. War eine dumme Idee. Hättest den Panzer in Schatten gelassen, wäre besser gewesen für dich. So. Erobern. Ja, weil die Einheit nur 3 hat, ne? Ist da eine Einheit drin geladen? Gut. Du geh. Ah, nee, ausladen will ich gar nicht. Du fahr mal hier rauf. Und du geh mal hier hin. Warten Sie. Erobern. Sehr schön. Und dann hier machen wir den Schmutz weg. Hallöchen, Gaming Boy. Hi, hi. Was sind das? Sind das Pizza? Will ich das hier auf die Festung? Ich weiß es noch nicht. Frag dich erstmal hier. Ah, da ist ein Kampfpanzer. Ich muss hier Artillerie und so. Hier ist ein Jagdpanzer. Hier kann ja auch noch was versteckt sein. Gucken, was passiert. Sind das jetzt? Sollen das Pizzas darstellen? Oder ne? Ach, hier Nudeln. Das sieht zumindest aus wie eine Nudel. Schön, dass du da bist. Oh oh. Komm mal hier hin. Warten. Erobern. Damit nur 3 ist natürlich nicht so geil. Krieg ich dich? Ja, ich krieg dich. Erstmal den Jagdpanzer mit dem Kampfpanzer attackieren. Hat natürlich die bessere Deckung, aber das hat ihm nicht geholfen. Puff. Fahren wir. Und Ende. Ja, jetzt muss ich gleich mal gucken, dass ich meine Leute da auf die Riegelstellung, sagst du? Ja gut, da kenne ich mich jetzt nicht so aus mit. So, erobern. Im nächsten Zug ist das mein Laden. Wollen wir mal den ganzen Kram nachholen. Ich glaube, der hat nichts mehr, oder? Oder möchte er mich nicht angreifen? Ausladen. Ah, guck mal, da ist noch ein Raketendingen. Mal erobern hier. Ja, jetzt kann die Einheit sich auch nämlich erholen. Jetzt wird er wahrscheinlich auch mit seinem Raketenfahrzeug angreifen, oder?
ist noch ein Raketenfahrzeug. Ja, keine Chance. Aber das macht nichts. Ist die Frage, wo das Viech ist. Vielleicht hier im Wald. Falle. Ah, da ist er. Nichts mit Falle. Okay, das war natürlich nicht gut, mit der Einheit anzugreifen. Erobern. Angreifen. Würde die nicht so viel Schaden machen. Ah, guck mal, nur noch zwei davon übrig geblieben. Das ist cool. Oh, das geht sogar auch. Dann machen wir gleich hier so. Zack. Das Raketenfahrzeug weg. Hauptsache das Hauptquartier, die Einheit, die da drauf steht, bleibt unversehrt. Es wird ja immer so viel erobert, wie viel Einheit man hat. Gehen wir ins Gebirge. Das war's dann. Die Artillerie ist eingekesselt. Was tut ihr, Nahen? Kämpft! Natürlich will er die da weghaben, ist ja logisch, ne? So, Artillerie, weg mit dir. Und tschüss. Na, guck mal, das ist noch ein Schiff. Erobern. Ja, kann ich das... Durch das kann ich nicht angreifen. Durch das Raketenfahrzeug. Die Artillerie kommt da auch nicht ran. Frag ich jetzt einfach mal hier. Kannst eigentlich erstmal wieder zurück. Auffüllen, zack. Wir haben keinen Sprit mehr langsam bald. Ist ja fast wie die Normandie hier vorne. Greift das Schiff dann auch an? Nö. Kann ich das Schiff angreifen? Nicht mit... Na, dann ist egal. Die Schlacht ist sowieso gewonnen. Festung erobert. Orange da hat ein paar Meter seines grünen Gebietes zurückgewonnen. Na und? Wollen sie doch feiern. Der wahre Kampf steht ihnen erst noch bevor. Ganz vorzüglich. Endlich konnten wir Olaf aus der Lehrerregion vertreiben. Wobei immer noch einiges zu tun bleibt. Ehe dieser Krieg beendet ist. Hey Justin. Moin moin. Ich habe auch die beste Lehrerin aller Zeiten. Ja, die gibt echt gute Tipps. Das war alles wunderbar. Viel Glück. Ich setze große Hoffnungen in dich. Ein A. Immer bin ich noch zufrieden mit. Ich mache jetzt hier ja auch keinen S-Rang. Aber auf jeden Fall ist ein A auch ganz gut. Mit den S-Rängen habe ich auch absolut nicht gerechnet am Anfang. Richtig schön viel Cash. Und Mission 3 ist abgeschlossen. Was? Das Heer von Orange Star? Was tun die? So früh hier schon.
Moment, irgendwas ist hier doch faul. Nell würde nie im Leben die Hauptstadt von Auenstar ungeschützt lassen. Heißt das etwa ein neuer Kommandant? Haha, so ein Glück. Ein letztes Gefecht war kein Ruhmesblatt. Doch nun soll Olaf der Sieg gehören. Oh, Nels Führung in Auenstar gegen mich wehrlos wie ein Schneehuhn. Oh, haben wir Nell jetzt nicht mehr? Haben wir jetzt einen anderen? Auf in den Kampf, Mission 4. 2 Sterne-Level. Kommandant Andy. Oh, Andy hat jetzt also das Sagen. Gut. Mission 4. Auf in den Kampf. Oha. Andy. Andy, hörst du mich? Nell? Hörst du das, Nell? Aha. Ah, in Funkkontakt, das ist sehr schön. Viel Glück. Ja, gucken wir doch mal. Das Hauptquartier ist hier oben. Okay. Entweder einnehmen oder alle Einheiten zerstören. Das ist natürlich nicht so gut. Dann bin ich in Reichweite der Artillerie, ne? Nee, nicht ganz. Machen wir doch. Angriff auf seine Jagdpanzer. Immer das Stück für Stück jetzt. Jetzt müssen wir taktisch denken. Sehr gut. Ah, warte mal. Nicht gleich direkt in die Arme des Feindes laufen. Natürlich, die könnte jetzt angreifen. Könnte es wagen? Nach in den Wald. Und wieder so ein Spähfahrzeug. Könnte man theoretisch machen. Dann wäre der Panzer weg, ne? Er kommt da nicht ran. Na ja, komm, wir machen es. Wir wagen es. Sind zwar nur 6. Opfer müssen gebracht werden. Ich kann ja die Artillerie nachrücken lassen. Den Panzer. Nee, blockieren wir noch nicht. Ich würde sagen, dich lade ich hier mal ein. Du bleibst auf der Festung. Dann schauen wir mal, was Olaf macht. Eine ganze Menge. Ja, das war klar, dass sie den angreifen. Überlebt das? Überlebt das? Schade. Greif mal die Artillerie an, gerade die, die nicht angreifen kann, dann. Ah, die muss gleich zurückziehen. So, kein Problem. Zurück. Dann machen wir erst den Panzer, dann die Einheit. Dann so.
Sollte funktionieren. Der Panzer ist weg. Sehr gut. Jetzt würde ich aber dennoch hier gerne... Die wollen wahrscheinlich die Festung da einnehmen. Das können sie eigentlich erstmal gerne machen. Der hat noch genug. Packen wir die Artillerie erstmal hier. Und tschüss. Ja. Erstmal zufrieden damit. Ja, nimmt mal rein. Konzentriert euch da gerne auf die Gebäude. Das könnt ihr wunderbar machen. Ist gar kein Problem. Artillerie kümmert sich um die, das ist natürlich nicht so schön. Die Einheit muss da unbedingt so schnell wie möglich Rückzug. Kampfpanzereinheit ist weg. Andy. Oh, die Gabenanzeige ist voll. Erobern. Setzen wir doch mal seine Gabe ein. Ah, das hätte ich eben gut gebrauchen können. Machen wir. Nee, warte, das machen wir nicht. Was ich hier, weil Artillerie und Flakgeschütz. Na, das Flakgeschütz eher. Gut, let's go. Kriegt meine Artillerie da unten auf Sack. Wehe dem! Ah, jetzt hat er doch was anderes gesagt. Nicht hören.
Gönnt ihr mir nicht, ne? Greift auch gleich direkt an. Die eine Einheit weniger. Schade. Weg ist die Artillerie. Schade, dass der die nicht kriegt. Aber der Kollege kriegt die. Ja, noch ist es ja nicht verloren. Da geht ja noch einiges. Können wir auch gleich... Machen wir das so, dass wir im Wald stehen? Können wir den Panzer dann vielleicht auch noch wegflanken? Nee, können wir nicht. Ich würde sogar den so gern den Panzer da wegmachen. Der wird mich angreifen. Ja. Warte. Schneezauber ist vorbei. Ja, die können sich ja auffüllen, solange die da bleiben. Attacke! Oh, wer zieht sich da zurück? Ja, das war jetzt nicht so effektiv. Dann noch vom Berg aus. Einheit verloren. Hat ja noch Kampfpanzer da, ne? Vielleicht ist das die erste Niederlage. Ich lasse dich hier nicht entkommen, Kumpel. Schön bei Artillerie. Feuer. Let's go. Na, immerhin. Die auch weg. Ich muss gucken, dass ich auch wieder eine Stadt einnehme, damit ich mich heilen kann. Damit ich mich immer nicht gänzlich zurückziehen muss. Die Artillerie weg. Ah, Artillerie weg. Hier noch zwei Infanterie, ein Kampfpanzer, ein Raketenwerfer, ein Jagdpanzer. Wenn ich keine Leute mehr zum Einnehmen habe, dann muss ich kämpfen. Die Stadt gehört denen auch. Erobern.
Das ist klar, dass der sich da wieder in die Stadt verzieht. Der will ja nicht seine Einheit verlieren. Ich habe, glaube ich, ein bisschen risikolastiger gespielt, was nicht ganz so gut ist. Die kann sich nicht wehren, das ist zu dicht. Dann sind die weg. War nicht ganz. Warten wir es einfach mal. Du brauchst das nicht einnehmen. Das hat nicht viel gebracht. Weg mit den Kampfpanzereinheiten hier. So. Müsste sich eigentlich auch zurückziehen, ne? Deswegen schnell mal zurückziehen. Dass ich noch mehr Einheiten verliere, aber der wird jetzt hinterherkommen, glaube ich. Schaut, dass die Einheit, die da geladen ist, nicht rauskommt, wenn man die angreift. Nicht gut. Der muss da weg. Stören. Die ist weg. Verdammt. Was ist denn da eigentlich geladen? Das brauche ich gar nicht machen. Das ist eine enge Kiste gerade. Habe ich ein bisschen unterschätzt. Wollte ich gar nicht versuchen, mit anzugreifen. Das war's mit dem TTP. Wenn ich überlege, dass er noch einen Kampfpanzer hat, sieht das eigentlich schlecht für mich aus. Das lasse ich da mal stehen. Ja, das bringt nichts. Fliehen!
stellen wir den Panzer entgegen. Ich fand das auch nicht so eine kluge Entscheidung. Den könnte ich angreifen. Der Raketenwagen hat auch keine Munition mehr. Oder wenig. Der greift mich jetzt an. Das war's mit der Einheit. Ja, das hätte ich nicht machen sollen. Das Risiko, auch den Panzer letztendlich hinzustellen, war auch doof. Keine Chance. Mal gucken, wie lange ich den Schlamassel dann noch halten kann. Shit. Ja, die Artillerie kann sich halt nicht verteidigen. Dafür ist das zu dicht dran. Aber ich könnte jetzt in der Theorie... Die könnte ich wegballern. Er verliert halt jetzt seine ganzen Einheiten. Wenn ich das jetzt klug mache, könnte ich noch eigentlich gar nicht mal so schlecht aussehen im Ganzen. Oh ja, jetzt könnte ich... Dann ist der weg. Obwohl die mit den Bazookas gefährlicher sind, aber lieber eine Einheit weniger ausschalten als schwächen. Ist in dem Punkt gar nicht mal so verkehrt. Oh. Er kann halt oben noch mit seinen Panzern nachrücken. Ja, jetzt stattet er natürlich den Raketenwerfer da wieder aus. Das kann er ja eigentlich gerne tun. Ah, hier 65, weg mit dir. Oh, sehr gut. Was für eine auswegslose Lage hier und trotzdem hält sich das Ganze hier noch. Ich weiß, Hauptquartier steht offen, aber ist okay. Ja, nimm mal ein, das kannst du gerne. Oh, der Raketenwerfer schon wieder. Oh shit, das ist nicht gut. Panzer muss wieder repariert werden. Oh ja, Gabel, das kommt mir gerade recht. Ich repariere alles, ja dann let's go, Andy. Super Tuning. Tune mal, was das Zeug hält. Oh, weg mit dir. Hier wird nichts eingenommen. Zurück ins Lager. Artillerie zurück. Vielleicht hat er Interesse, das Gebäude zu übernehmen, anstatt mich anzugreifen.
kann jetzt auch nicht mehr einnehmen. Ich habe halt keine Fußsoldaten mehr. Das muss jetzt hier alles auf Kampf zu Ende gehen. So, und tschüss. Wenn ich das noch rumreißen kann, dann ist das wirklich ein spannender Abschluss für diese Mission. Weiß, das hätte bestimmt auch schneller funktioniert. Soll ich's wagen? Nee, warte mal. Ich lasse es lieber. Wir heilen uns erstmal. Tag 14 schon, ey. Warte mal, wie weit reicht der Raketenwagen? Fahren wir wieder hier. So. Gefährlich, aber... Nee, komm. Die müssen kommen. Er hat also noch, ja, zwei Panzer und zwei Raketenwagen hat er noch. Ja, lach nur. Olaf, du wirst jetzt deine Einheit da verlieren. Die ist weg. Frag ich dir, wie es ist. Der Feuerbefehl wäre echt gut gewesen. Guck mal. Wenn ich ihn hier hinstellen würde, dann würde das auch nicht ausreichen. Ich riskiere es jetzt einfach mal. Ich muss ja jetzt langsam voranschreiten. Der Kampfpanzer macht mir halt noch Sorgen. Ja, der muss jetzt natürlich sitzen. Scheiße, das war Mist. Puff und weg. Okay. Denn so, Kumpel. Nützt nix. Ey, drei Fahrzeuge gegen noch zwei. Winterzeit. Der Zorn. Von Olaf. Nicht hören. Natürlich die Artillerie. Aber die wird nicht beschädigt, also nicht so doll. Ein Glück. Ja, weil es halt nur noch wenigere Fahrzeuge sind, ne? So, dann setzt es jetzt mit der Artillerie einen drauf. Geht nicht. Okay, dann so. Und dann muss ich wieder zurückfahren, heilen und wieder vorfahren. Wenn ich wieder beschädigt werde, wieder das gleiche. Zurückfahren, vorfahren, heilen. So, zurück in die Basis, warten. Ich hätte ja meine Panzer da oben schon mal runtergeschickt, ne? Ja, aufgefüllt, das ist nicht so schlimm. Greift er mich an? Nö, oder nicht? Machen wir ihn kaputt. Ey, wenn das funktioniert, ne, dann habe ich mehr Glück als Verstand. Ich hätte meinen sollen Fußsoldaten behalten sollen. So, und jetzt geht's. Warte mal, wie viel. Du kannst noch eine Runde da parken. Ist die Artillerie eigentlich gut gegen Kampfpanzer? Weiß ich jetzt so gar nicht.
Jagdpanzer sowieso nicht. So, voran. Ist ein Radius. So, bis hier kann ich mich bewegen, ohne dass er kommt. Ich sehe das schon als verloren. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das jetzt noch was wird. Jetzt komme ich nämlich so langsam bald in seinen Radius. Auch der Raketenwagen, der da steht, ist natürlich schlecht. So, der hat nämlich auch einen ekligen Radius. Das ist super, super scheiße. Ah, shit. Ein Feld zu viel gelaufen. Egal. Und schießt halt jetzt der Raketenwagen auf mich. Ja, wunderbar. Und wenn der Panzer jetzt gleich noch auf meine Artillerie ballert, die ist bestimmt... Oh, Alter. Na, jetzt holt der Panzer sich die Wetten. Nee, tut er nicht. Aber die Jagdpanzer sind weg. Auch noch nicht. Oh, oh. Die pfeifen aus dem ganzen Loch, die Panzer. Prozent. Nee, das habe ich verloren. Das habe ich verloren. Hier kriegst du noch davon ein und dann hat sich das. Dann ist das beendet das Game. Das juckt ihn überhaupt nicht. Ja, gut. So können wir auch Zug zurücksetzen, hätte ich auch gekonnt. Ich möchte die Flagge erheben. Besiegt. Ende. Na gut. Dann würde ich sagen, das war's dann erstmal für heute, Freunde. Auf in den Kampf. Machen wir das nächste Mal weiter. Ich denke mal, ich werde das jetzt ab und zu mal im Stream zocken. Wenn ich das nicht privat weiter zocke. Dementsprechend würde ich euch noch einen schicken Tag wünschen. Vielleicht komme ich nachher nochmal online. Also ich habe nochmal vor, noch ein anderes Game zu zocken, vielleicht gegen Abend später. Dann schaltet wieder ein. Also ich habe vor, Dead Island 2 zu zocken. Ist auch dann ein Game, was wir im Stream zocken werden, das ich dann auf YouTube hochladen werde. An der Stelle, ja, wie gesagt, ich bedanke mich fürs Dabeisein, fürs Zuschauen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt live hier bei Conker Staffy Fox. Bis zum nächsten Mal. Danke für dabei sein und für alle, die dabei gewesen sind. Für Follows und Likes, Kommentare, etc. Ihr wisst Bescheid. Dementsprechend ja. Zum nächsten Mal, meine lieben Freunde. Auf